Italien will in der Corona-Pandemie engagiertes Gesundheitspersonal für den Friedensnobelpreis 2021 vorschlagen, berichtet der ehemalige EU-Kommissionspräsident Antonio Tajani per Twitter. Unsere Ärzte und Krankenpfleger waren in Europa die ersten, die in dramatischen Zuständen mit Opferbereitschaft und großer Professionalität zur Rettung von Menschenleben gekämpft haben. Sie sind Helden, schreibt Tajani. Italien gedenkt am Donnerstag der Covid-19-Todesopfer. Die Flaggen im ganzen Land sind auf Halbmast gesetzt. Der 18. März wurde zum nationalen Gedenktag gewählt, weil an diesem Tag in den Medien Bilder von Militärlastwagen zu sehen waren, die von dem Friedhof der lombardischen Stadt Bergamo Dutzende Särge in die Krematorien anderer Regionen gebracht haben. Tagelang war die Lagerkapazität der lokalen Leichenhalle ausgeschöpft. Die Bilder haben die Welt erschüttert und waren zum Symbol der Corona-Tragödie in Norditalien geworden. Der italienische Premier Mario Draghi gedenkt am Donnerstag der Covid-19-Todesopfer in der Stadt Bergamo, die besonders stark von der Pandemie gezeichnet worden ist. Der Ministerpräsident wird auf dem städtischen Friedhof einen Blumenkranz niederlegen. Bergamo plant in Erinnerung an die Covid-19-Opfer einen Wald mit 750 Bäumen zu pflanzen. Er soll auf einem Gelände unweit des Krankenhauses Papa Giovanni XIII. Entstehen. Dort wurden am Höhepunkt der Epidemie hunderte Patienten täglich eingeliefert. Der erste Baum soll am Donnerstag von Premier Draghi eingepflanzt werden.